Good afternoon, ladies and gentlemen. Schönen guten Nachmittag, sehr geehrte Damen und Herren. Today I would like to talk about Salafists. Heute bespreche ich über die Salafisten, who are making assassination plan, especially Pierre Vogel and Abu Nadi against me. Die planen mich umzubringen, insbesondere über die Personen Pierre Vogel und Abu Nagi. This is not the first time that Salafisten they try to kill me. Es ist nicht das erste Mal in meinem Leben, dass die Salafisten versuchen, mich umzubringen. In my own country there was a several attack. In meinem eigenen Land gab es verschiedene Angriffe. But with the amazing grace of God, I am still living. Aber durch die Gnade Gottes lebe ich immer noch weiter. Why I am paying so heavy price that my life, every time, day and night, I'm living in dangers. Warum zahle ich solch einen hohen Preis, dass ich jeden Tag mein Leben aufs Neue aufs Spiel setze? I believe absolutely that this is a times that Islam must be separate from government and there should be a reformation of Islam. Ich bin davon überzeugt, dass der Islam vom Staat getrennt werden muss und dass es eine Reformation im Islam geben muss. Why I am trying so desperately in Germany that Islam must take a reformation? Warum versuche ich so vehement in Deutschland dafür zu sorgen, dass der Islam eine Reformation erfährt? As we know, Islam going very high speed in Europe, especially England, Frankreich, Germany, and especially forward in United States. Wir wissen, dass der Islam sich rasant weiterentwickelt in Europa, insbesondere in England, Frankreich und Deutschland, aber auch in anderen Teilen der Welt wie den USA. The way Islam is growing with very high speed in England, Frankreich and Germany. Or in United States, it is a question of time that they will take over European society. Die Art und Weise, wie schnell der Islam in Europa, in England, Frankreich, Deutschland, ja sogar in den USA sich rasant entwickelt, lässt vermuten, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie die Länder besetzen werden. Salafisten. Question is, who is the Salafisten? Ich stelle die Frage, wer sind diese Salafisten? Salafisten are the extreme ism, narrow-minded ism, to rule the world with Sharia. Salafisten sind Extremisten und engstirnige Islamfanatiker, die versuchen, die Welt zu beherrschen. If we talk about who laid this foundation in early human history, who is the main source and main force or touchstones, then one name comes, and this name is a Muhammad himself actually. Wenn wir uns fragen, wo die Salafisten ihren Ursprung haben, wer die Wurzeln für ihr extremistisches Handeln legte, dann müssen wir zurück in die frühe Geschichte gehen. Und dort finden wir nur einen Namen, der dafür in Frage kommt. Und das ist Prophet Muhammad. Muhammad himself, in his lifetime belief, that in Arabia there should not be two religions actually. Mohammed selber glaubte zu seinen Lebzeiten, dass es in Arabien nicht zwei Religionen nebeneinander geben darf. He wanted to have only Islams. Er wollte nur den Islam haben. No Juden, no Christian. Aber kein Judaismus und auch kein Christentum. Even he said in his lifetime. Er hat selbst zu seinen Lebzeiten geäußert. If I live, I will make a holy war in India. Wenn ich lebe, werde ich einen heiligen Krieg in Indien anführen. And I will be the first martyr. I would like to be a first martyr there. Und ich wäre bereitwillig der erste Märtyrer dort. I will put everything, every investment
Ich würde alles daran setzen, to bring Islam another corner of the world actually. Damit der Islam auch an andere Orte dieser Welt gelangt. This was the reason that after Muhammad died, they continued holy war. They took Syria, they took Persia, they took Turkey, and they went all in India actually. Das war auch der Grund dafür, warum selbst nach dem Tod Mohammeds die Durchführung der Heiligen Kriege nicht aufhörte, sondern Länder wie Syrien, Indien, Iran, Turkey und die Türkei and continued they went to India. Und auch Teile Indiens erobert wurden. Even the concept of Islam is very clear. Das Konzept des Islams ist sehr klar. So long they will not rule the world, they're not going to sit down peacefully. Solange sie nicht diese Welt beherrschen, werden sie nicht still auf ihrem Stuhl sitzen bleiben. If we want to have a true peace in this world, wenn wir wirklich nach wahrem Frieden in dieser Welt suchen, it is a time to take care Islam actually. Dann ist es Zeit, sich um den Islam zu kümmern. Not only European society is responsible for that, sondern dafür ist nicht nur die europäische Gesellschaft verantwortlich. All world has to unite it. Sondern die gesamte Welt muss sich in diesem Punkt vereinen. To make sure that Islam should and must be reformed in world community actually. Um sicherzustellen, dass der Islam sich tatsächlich in der Weltgemeinschaft reformieren kann. And Europe can play a best role actually. Und Europa kann hierbei eine bedeutende Rolle spielen. Last thing I would like to tell. Das Letzte, was ich hier erzählen möchte, this is my message to Pierre Vogel. Ist meine Botschaft an Pierre Vogel. And Abu Nagy. Und Abu Nagy. You remember about 2 years ago, erinnert ihr euch, vor 2 Jahren, you have a Kundgebung in Diesenbach. Hattet ihr eine Kundgebung in Diesenbach. And I have given you personally with my own hand the book Criminal Act of Prophet Muhammad. Und ich habe euch damals persönlich das Buch Die Verbrechen des Propheten Muhammad in die Hand gedrückt. There were the 2 German men with me. Damals waren 2 deutsche Männer mit mir. I asked Pierre Vogel, if some Christian become Muslim and later on they repent and they want to go back to their religion, what Islam's or Sharia say about these people actually? Damals habe ich Pierre Vogel gefragt, was ist, wenn ein Deutscher, der zum Islam konvertiert, später sich umentscheidet und wieder in das Christentum zurück möchte? Pierre Vogel said to me, I have 2 witnesses even. Damals sagte Pierre Vogel unter Anwesenheit von 2 Zeugen zu mir, they will end up in the hell actually. Die Menschen werden in der Hölle enden. I said, this I know, this is what you believe, but what Islam teaching or what Muhammad says when somebody leave, become Muslim and they go back to their own religion. Ich habe ihm da was geantwortet, das weiß ich, aber was lehrt der Islam? Welche Aufforderungen enthält der Islam, wenn jemand vom Islam zurück in seine alte Religion konvertiert? He said, yes, in Islamic country, such a person must be killed. Er sagte, in den islamischen Ländern wird solch ein Mensch getötet. It is mean once Salafisten gonna be grown in Germany. Das bedeutet, wenn die Salafisten erstmal weiter wachsen in Deutschland. And they apply their Sharia in European society. Und sie versuchen ihre Scharia in diese europäische Gesellschaft einzuführen. So they will kill anybody who do not want to live in their Islamic community. Dann werden sie wirklich jeden umbringen, der nicht bereit ist, in ihrer islamischen Gemeinschaft zu leben. I always have spoken in my video that Muhammad missed the teaching by the name of God actually. Ich habe immer in meinen Videos kundgetan, dass Muhammad seine eigenen Ansichten in die Lehre Gottes einbrachte. How is possible that God says to Muhammad, what he's saying in Hadith, that if one Jewish would like to save his life behind the tree or behind the stone. Wie kann es möglich sein, dass Gott sagt zu Muhammad,
versucht ein Jude, sich hinter einem Baum oder hinter einem Stein zu verstecken. And to save, try to save his life. Und versucht dadurch sein Leben zu beschützen. And then the stone will shout it out to Muslim, oh Muslim, one Jewish is hidden behind me and you come and kill him actually. Und yeah. Dieser Stein schreit dann, oh Muslime, hinter mir versteckt sich ein Jude oder ein Christ. Christian, and come and kill him. Kommt her und bringt ihn um. How is possible in the Quran that this Christian and this Jewish, they cannot be your friend forever, they are your enemy? Wie kann im Koran geschrieben worden sein, dass diese Juden und die Christen niemals Freunde von Muslime werden können? And they are your enemy actually. Wie kann es sein, dass dort steht, dass Christen und Juden immer die Feinde der Muslime sein werden? Yes. Or wherever you find them, kill their hand and feet actually. Cut their hand and feet. Wie kann es sein, dass in diesem Buch geschrieben steht, dass wo immer man Juden und Christen findet, soll man ihnen Hand und Fuß abschlagen? There are many wrong teaching which Muhammad put it in the Quran to take care another religion actually. Es gibt viele falsche Lehren, die Mohammed in den Koran mit einbrachte, um einfach der anderen Religion habhaft zu werden. The last thing is, I would like to see this trial, and I would like to see that if it is true that Pia Vogel and this Abu Naji, who Salafists, who has shared many Quran costly laws, they, if this is their motivation to kill me, then German government have to take care of them. Und als letztes möchte ich sagen, ich bin gespannt, wie das Verfahren ausgeht. Ob es wirklich die Salafisten danach getrachtet haben, mit Pierre Vogel und Abu Naji mich umzubringen. Dann wird dieses wird dieser deutsche Rechtsstaat sich dieser Menschen annehmen. Because this is a big name and in the future anybody who will speak against Islam, it means he will be killed. Das ist nur der Anfang. Bedeutet das dann aber gleichzeitig, dass jeder, der in Zukunft gegen den Islam spricht, Angst davor haben muss, getötet zu werden? Ja. Yeah. Or that's what Pierre Vogel say, that enemy or other people who are opposing Islam must be killed? Oder wenn Pierre Vogel sagt, Feinde oder die, die gegen den Islam sind, müssen umgebracht werden? Also Pierre Vogel has to think. One time he was a German. Pierre Vogel sollte sich darüber im Klaren sein. Auch er war einmal Deutscher. He was even believing democracy actually. Selbst er glaubte damals an die Demokratie. He was believing in democracy. And after becoming a Muslim, how he can become so narrow and so extremism to think only about Sharia actually? Und nachdem er nun zum Islam konvertierte, wie kann es sein, dass er so engstirnig wurde und nur noch an die Scharia glaubt? So long I live. Solange ich lebe, I will be continued. Werde ich nicht aufhören. No power under the sun can stop me actually. Keine Kraft unter dieser Sonne ist in der Lage, mich aufzuhalten. I'm a prophet of God. Ich bin ein Prophet Gottes. I will not run away actually. Und ich werde nicht wegrennen. I believe this day when everyone has to die actually. Ich glaube, es gibt für jeden den Tag, an dem er sterben muss. When my time come, wenn meine Zeit gekommen ist, I will be very pleased and happy to go, actually. Werde ich sehr glücklich sein, dass ich von dieser Erde Abschied nehmen kann. Because I believe in eternal life, actually. Denn ich glaube an ein ewiges Leben. And I'm standing not only for God, but to save also for my fellow man, actually. Ich stehe hier nicht nur für Gott ein, sondern ich trachte danach, auch meine Mitmenschen zu bewahren. Thank you very much. Ich danke für die Aufmerksamkeit.